Hallo Leute! Hallo liebe Zuschauer und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, jetzt wird gezeichnet, was zwar auch schon im vorigen Mittwochen schon getan wurde, mit hier einem Astaffen, Faultierchen, einem fliegenden Fischfahne, einem unschuldigen Lamm, das aus einer erdentreibenden Teufelsziege wurde und den unseren eigenen Piratenpapagei. Dieses Mal gehen wir ein bisschen hier Feiertagsthema. Wir hatten ja dieses Wochenende Ostern, also das letzte Wochenende. Und deswegen passt es, glaube ich, gut, dass wir diese Fake-Money-Idee nachgehen. Und zwar haben. Und zwar eine Linie von Hasen-Pokémon, die aus Karotten bestehen. Ganz einfach. Hasen, Karotten. Genau. Das klingt ein bisschen komisch. Ja, ich habe mir halt gedacht, genau. Ja, Ostern ist doch vorbei, ich weiß. Es ist vorbei, deswegen ist das jetzt mehr nachträglich. Cool, weil wir wissen es auch. Krass, wie viele Sachen hat deine Entwicklung? Wie viele Stufen? Eine. Ach so, ich dachte zwei. Also zwei Stufen. Okay, dann ist das wieder so Stufen. Eine Folge. Ja. Dann ist die Frage. Karotten sind jetzt relativ leicht, aber ich gucke trotzdem mal nach Karotten. Genau. Nicht Koratten, sondern Karotten. Mhm. Das wird im Grund gerade Kerotten geschrieben. Und. Jetzt immer noch wieder an Frösche war. Warum sagt man eigentlich Mohrrüben und Karotten? Was ist der Unterschied? Das weiß ich selber gerade nicht. Weil wenn ich Mohrrübe eingebe. Woher kommt der Begriff Mohrrübe? Verpflanzt der schwarzen Blüte in der Mitte der Mohrrübe, den sogenannten Mohrenblüte. Oh, ich sehe, das ist Racism. Okay, kein Wunder, dass wir sie heute Karotten nennen. Aber ja, Kaninchen, Hasen. Jetzt ist die Frage, wie groß ist Kaninchenrezept? Ich habe nur Kaninchen angegeben, das zweite Wort Rezept. Leute, es ist doch noch Ostern. Ja. So, Ich würde schon sagen, die erste Stufe ist schon tatsächlich Kaninchen und die Entwicklung ist schon mehr Richtung wilder Hase. Also den richtigen großen Rammler. Ja. Also Kaninchen. Halt so Kaninchen ist klein und schnuffelig. So, die Frage ist, besteht das Ding komplett aus Karotten? Würde ich schon sagen. Also, ich habe auch anfangs gedacht, Karotten ist vielleicht ein bisschen wenig. Wir können auch Salatblätter und sowas anpacken. Und dann ging es aber auch ein bisschen mit mir durch hier, was mir so für Gemüse einfiel. Hier Kartoffeln, Tomate, Aubergine, Kürbis. Aber dann musste ich auch irgendwann feststellen, nein, das wird zu viel. Und dann dachte ich vielleicht, ja, einfach nur Erdgemüse. Aber dann musste ich auch selber erkennen, es gibt Pokémon, die wirklich nur aus einer Sorte von ich wollte nicht nur Obst oder Gemüse, sondern einer Sorte von Nahrungsmittel basieren. Ich sage halt als Beispiel hier, das Kirschen-Pokémon. Das ist quasi wirklich nur eine Kirsche zum Beispiel. Also, Kugi, ja. Genau. Fabi, Kunst, das spielen wir zusammen. Deswegen bin ich zum Entschluss gekommen, die Karotte soll reichen. Okay, ich habe hier eine kleine krummelige Karotte gemacht als Gesicht. Die Frage ist, Nase oder keine Nase? Und welches Auge, welches Pokémon soll das Auge liefern? Ehrlich gesagt, da habe ich mir ich habe Dinge gesehen. Ich würde einmal sagen, Gott. Für das eine Karottenhäschen würde ich einmal sagen, ähnlich wie, wie unser Lamm letztes Mal, er keine Schnauze und das ist auch wieder so ein rundes Gesicht und
Na, ich dachte gerade, pass auf, ich dachte mir so, okay, das ist so eine kleine stummelige Karotte, die quasi aussieht und dann hier so eine Spitze hat. Und daraufhin, da ist ein Z, sieht das eher aus wie so ein Rettich. Ja, aber das macht Sinn, wenn wir jetzt quasi. Wenn wir jetzt Karotte haben, auch, sag ich mal, ja. Wenn wir jetzt noch so ein Ding quasi auf die Rückseite packen, dann haben wir einen Körper. Vielleicht. Dann könnte man jetzt hier unten so als Idee. Dann wiederum, ich müsste den andersrum anbauen, weil ich hätte sonst gesagt, die Blätter sind die Füßchen. Oder die Wurzeln oder so. Die Vorderblätter mag ich. Die Hinterblätter nicht so. Ich muss nochmal gucken. Da kann man ja auch sagen, es ist auch nochmal hier quasi Karottenenden wirklich die Füße, also die beiden. Man hat ja auch im Internet mal gesehen, hier diese gespaltenen Möhren, die in zwei Enden enden. Und deshalb würde ich mir auch denken. Sieht halt gerade ein bisschen aus wie eine Maus, finde ich. Jo, warte, Ratzfratz-Augen. Ratzfratz-Augen brauche ich. Ratzfratz? Ja, okay. Ich hatte nur. An der Pflanze wirklich nur an die anderen Hasen-Pokémon, sprich hier Lopunny, hier Diggersby und hier Cinderace. Die drei Linien. Ich vergesse immer, dass Cinderace ein Hase ist. Genau. Und das sind ja alles Hasen, also. Sind das nicht auch die Nidoran-Augen, die ich hier gerade gezeichnet habe? Ja. Such mal nach Nidoran. Nidoran hat die gleichen Augen. Das ist der Grund, warum viele Gen 1 Pokémon so ikonisch sind, weil die Teile auch quasi wiederverwendet werden. Was ist dieses Cosplay? Such mal nach Redditor. Da ist einfach ein Bild von jemandem im Redditor-Kostüm. Ist das Furry oder ist das ein Cosplay? Aber gut. Na gut, Hase, Kaninchen. Der Rettich. Der Rattich. Das ist gerade eigentlich viel zu gut. Ich meine, du willst zwar einen Hasen, aber es gab auch schon Möwen, die sich in Pelikane verwandelt haben. Also warum machen wir nicht einen Rattich, der sich zu einem verdammten Hasen entwickelt? Ich weiß nicht. Sind halt beides Nager. Ja. Die Sache ist die, der Hase wird dann quasi das, was du meinst, mit den Alraunenbeinen. Du willst ja das hier, ja. Oder? Mhm. Ich weiß genau, was du willst. Du willst sowas. Ja. Mhm. Ja, aber auch mit richtig großen Füßen, würde ich auch sagen. Nicht bloß so Hüpfen wie Wurzeln, sondern... Ich weiß nicht, wie viele, das sind jetzt natürlich keine Paarhufe, aber ich weiß nicht, wie viele Zehen jetzt so Hasen haben. 5, glaube ich, oder 3, glaube ich, vorne. So sehen die zumindest beim Meerschweinchen aus. Sagen wir mal so. Die sind ja relativ ähnlich. OMG, der Hase könnte was... könnte das für Radfahrt... Ja, eben. Wiglet. Ich weiß, das ist ein kleines Radfahrt. Deshalb sage ich ihm auch, lass uns quasi... Lass es ein Frettich sein oder ein Rettisch oder sowas. Und er verwandelt sich dann von dem Radieschen in einen Karottenhasen. Was so viel Sinn ergibt wie Wingull zu Pelikra. Sorry, dass ich hier da reingrätsche, aber. Rettrad. Aber dann. Die Karotte oder? Rotti Karotti! Oh no! Rotti Karotti, also nicht, das können wir nicht so direkt nehmen, aber. Karottikal! Oder so. Ich dachte mir, was den Namen angeht,
auch eigentlich ganz eigene Pokémon tatsächlich mit den Namen auf Englisch einmal Cabot und Harrit. Sollen das jetzt Wurzeln sein oder sollen das eher so Füße sein, die halt aus Karotten bestehen? Schon eher Füße, würde ich sagen. Also, okay. Das sind halt weird so. Aber gut, das waren ja auch bloß Salatdinger. Okay, dann machen wir jetzt Babykarotten. Karottchen. Ja, und. Ja, also. Sie sind so niedlich. Englisch, wie gesagt, einmal Cabot, einmal Harrit. Oder auf Deutsch kann man auch sagen Karinchen und Hasotte. Das wären die Namen, die mir eingefallen wären. Okay, was denkst du von dem Fuß? Den ja, da mach ich okay. Neu. Den hier mach ich neu. Ich meine, bei der Form, was die Form für die Weiterentwicklung angeht, da dachte ich auch so in Richtung hier Bugs Bunny. So richtig lang und groß. Und okay. Schlank. Okay, du hast recht. Ich suche mir Bugs Bunny raus. Genau. Übrigens, ich finde auch, dass der Linke noch nicht fertig ist. Wie lange dauert's? Okay, Leute, Speedrun, wie lange dauert's, bis ich Big Chungus finde? Warte. Hello, them all, right? Wo ist der überhaupt? Ist der aus dem offiziellen Cartoon oder nicht? Das Bild, was du, glaube ich, meinst. Hab ihn! An sich? Es hat nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, komm schon, 21, 22, 33, 34, 35, 35 Zeilen hat es bei mir gedauert, war aber ein kleiner Bildschirm. Aber ich hatte schon wirklich an die reguläre Figur. Ist was, Dog? Ist was, Dog, genau. Die Sarah-Code ist auch recht bekannt, also. Ich find's halt auch lustig, warte mal, wenn der Hase jetzt aus Karotten besteht, hat er dann einen Finger in der Hand und beißt von dem ab. kennst du diesen Fakt, dass du tatsächlich weniger Kraft benötigst, um in einen Finger zu beißen, als um eine Karotte zu zerbeißen, aber du kannst deinen eigenen Finger nicht zerbeißen, weil dein Gehirn das nicht zulässt. Also du brauchst mehr mentale Stärke dafür. Es gibt bestimmt geisteskrank, die das hinkriegen. Man könnte auch sagen, es hat die Angewohnheit, an seinen Finger zu nahmen, wobei er auch relativ viel von seinen Fingern abbeißt. Oh Gott! Lass mich raten, Barmut, du hast auch noch Ideen für... Wie sieht das scheiße aus von der Perspektive? Nicht besser? Ah doch, ein bisschen besser. Ein bisschen nachzeichnen. Was ist das eigentlich gerade für Musik? Ich glaube, das ist X und Y? Nee. Das müsste Sonne und Mond sein. Oder doch irgendein Epsilon? Qualle aus Scarlet? Ich glaube, er meint... Ja, ich habe letztens ein Pokémon gefangen, das aussieht wie eine Qualle. Ich habe heute mal wieder Pokémon gespielt. Ich habe sogar in der Arena geschafft. Ich habe eine Olive gerollt und ich hatte gehofft, dass ich es irgendwie schaffe, dass die ganz weit weg von mir ist, während ich sie ins Ziel einrolle. Oh, warte mal, wie wär's, wenn wir hier hinten noch so ein Blättchen dran machen? Ja, da denke ich gerade. Hier noch so ein Blättchen dran machen. Für ein bisschen Style. Ja? Ja, hat schon was, ja. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier... Ein Pokédex-Starter für hier Hasotte, sage ich mal, jetzt mal geben kann, ist... Dass Hasotte sehr viel in der Erde, unter der Erdoberfläche sich befindet und
ich blitzschnell graben kann. Ach, jetzt nicht so große Tunnel hier. Ist es Todfeind mit Diggersby und dem anderen Vieh? Sind, by the way, dass Diggersby echt ein hässliches Pokémon ist. Ich meine, ich kann mir schon denken, dass sie sich um Territorium streiten, aber Todesfeind würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist mehr Todesfeind mit Gärtnern. Und zwar stehne gerne aus Gärten verschiedene Gemüsen und für Wintervorrat, sage ich mal. Warte, willst du damit sagen, dass das Kannibalen sind? Ich lass mal den Rest der Fantasie in Lauf. Was die mit dem Gemüse machen, das sage ich nicht. Einfach Dings, die ersetzen Teil ihres Körpers. Ist das Gemüse sentient? Ist das gewachsen? Und wenn ja, wieso schlüpft es dann aus einem Ei? Ich habe Fragen. Wenn Geister-Pokémon tot sind und mal Menschen waren, wieso kann ich sie dann züchten? Ich stelle hier nur die Fragen. So, was soll der für Arme haben, weil er keine schlecht weiße Handschuhe haben, auch wenn die echt ein gutes Erkennungszeichen sind. Wink, wink. So, ich bin dafür, dass der jetzt noch einen Schwanz bekommt. Ja, okay. Kann so gemacht werden, ja. Okay. Bisschen rund zu Rübenkram. Fette Rübe. Gute Musik. Ich muss auch ein bisschen gestehen hier, was meine Fakemon-Idee angeht. Ich habe auch kurz bei Google geguckt, ob solche Ideen schon eingesetzt wurden. Also Piratenpapagei war natürlich. Das war easy. Sehen zum Beispiel. Ich mag unsere. Ja, das zum Beispiel so Kopftuch-ähnliche Gefieder hat. Desukona habe ich auch so fliegende Fische gesehen. Und ja. Auch hier die Karottennasen-Idee wurde eingesetzt, zum Beispiel von einem kleinen süßen Hasenkopf, das in einem Blumentopf steckt oder sowas ähnliches. Stimmt, aktuell sieht der echt nicht nach Dings aus, das sieht einfach aus wie Bugs Bunny. Okay, dann ist die Frage, darf das mehreren Karotten bestehen? Weißt du, ich mag diese Idee nicht davon, dass das ein Gemüse ist, was einfach als eines existiert, so, es ist das Owei-Problem. Die 6 Eier sind ein Pokémon und jetzt stell dir vor, eine Karotte ist angefressen. Das ist das Äquivalent zu dem zerbrochenen Owei-Ei. Owei-Ei-Ei. Außerdem, was ist das hier? Warum hat das eine andere Farbe? Das dürfte keine andere Farbe haben, weil technisch gesehen hat dieses Pokémon nur eine Textur. Genau. No. Deshalb. Das hast du, glaube ich, auch nur von Bugs Bunny angeguckt, was? Ich weiß, ich habe hier ein Artwork nehmen. Deshalb. Ich verstehe schon. Machen wir die Arme, machen wir ein bisschen was anderes mit den Armen. So, was sagt der Chat? Also. Das ist der Stuchgeist. Der sagt, was. Pokémon Army Musik. Der hat nur wegen der Qualle in Scarlet gefragt, ob es dieser Welt-Tintacher ist, von wegen dieser Pete, der auf Tintacher und Tengtoxa Pokémon. Nein. Was ich meine, dass die hieß, nein, dass ich irgendwas mit Tütü. Blattütü oder so. Blattutu. Ach so, meinst du, ach das, du meinst dieser kleine, eigentlich. Diese kleine Küken, das zum Strauß sich entwickelt? Ich habe kein Problem, ich habe keine Ahnung, zu was es sich entwickelt, sagen wir es mal so. I'm sorry for spoiling it. Ich weiß halt nicht, ob du wirklich das Pokémon weißt, was ich meine. Ich habe mir schon das ganze Pokédex angeguckt. Und Scarlet und Violet, also.
You did it, yeah! Gib ihm den gleichen Pop. Also, hier, Roxy fragt, was für ein Pokémon wir machen. Wir machen Gemüsehasen. Einen Karottenhasen. Ganz einfach. Ich merke auch gerade, der mit hier, den müssen wir nachher ein bisschen größer zeichnen. Ich hätte jetzt gerne so eine Kung-Fu-Pose, wenn ich ehrlich bin. Und die Vorentwicklung von dem Karottenhasen ist... Ja, den finde ich goldig, den will ich haben. Der ist niedlich. Die Entwicklung brauche ich nicht. Jetzt so ein Radieschen-Ratte oder was wir... Oder wie wurde gesagt? Radieschen-Ratte. Ja, Radieschen-Ratte. Taschengeist, was mit Mensch, was mit Pokémon angeht, die vorhin Menschen waren und jetzt Geister sind. Es gibt zum Beispiel Yarmask. Da von ihm wurde gesagt, dass es mal ein Mensch war, dann gestorben ist und zu einem Pokémon wiederbelebt wurde. Und die Maske, ja genau. Maske, die ist das Gesicht des Menschen, bevor es gestorben ist. Ich häng mich gerade voll rein. Schau, er macht eine Kung-Fu-Pose. Aha. Nur, dass die Beine nicht hinhauen. Ah, so ein Punchy, ein ganz simplen Punchy. Nee, so funktioniert. Doch, funktioniert das so? Oh ja, nein, das sieht aus wie was anderes. Oh. Funktioniert das nicht. Shit, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. So? Nee? So? Das macht irgendwie keinen Sinn. Egal. Wer braucht schon Daumen? Naja, also der braucht es nicht unbedingt. Okay, dann kriegt er jetzt noch die Linie. Vom Typ her dachte ich ganz normal, also ganz simpel, Pflanze, Boden. Okay. Besteht aus Karotten, wie gesagt. Es könnte aber trotzdem Kampfattacken erlernen, theoretisch. Ja. Es muss ja kein Temp-Tech-Bonus sein. Es könnte auch eine Fähigkeit haben, die irgendwie Schlagattacken stärker macht. Oder alternativ. Graskampf, wie du es hier annehmst. Gibt es einen Graskampf-Pokémon? Ja, Kapilz. Kapilz, ja. Stella liebt Kapilz aus irgendeinem Grund. Aber es ist eigentlich auch ganz goldig. Irgendwann muss ich mal eins benutzen. Was denkst du von der Textur? Welche Augen möchtest du für das für die Entwicklung? Welche Augen? Also welche? Also ich finde die Karottentextur, die wirkt. Ja. Ist echt der Wahnsinn. Augen, würde ich mal sagen, wie Richtung hier Bunnelby, also quasi die Vorentwicklung von Diggersby. Also für die Entwicklung. In die Richtung sagen. In die Richtung. Mhm. Es sieht auch aus, als hätte er so Kämpferbandagen. So ein bisschen. Stimmt, hat auch was in die Richtung, ja. Oh, der Blick. Kein echtes humanoides Pokémon ohne einen sassy Blick. Ich würde ihn schon ein Lächeln verpassen, hätte ich gesagt. Okay. Ein Grinsen schon. Jetzt, wo ich auch ich suche mal Diggersby. Nee, wie heißt das Vieh? Bunnelby. Sweet little Bunnelby. More than just a fantasy. Okay, anscheinend. Bundlebee ist aber ein anderes Pokémon.
Ach so, Bundle. Puh. Das hat eine Nase. Stimmt, was mit den Zähnen? Soll er die Zähne verlieren oder hat er einfach so ein Zähnchen hier? Vielleicht. Ja. Ja. Ja, hat was. Jetzt hätten wir hier theoretisch gesehen die Spitze. Aber vielleicht noch alternativ, wenn ich auch nicht darüber nachdenke. Es gibt auch vielleicht mehr Augen, die Ender-Eyes haben vielleicht. Ja, das passt, glaube ich, mehr, weil das wären jetzt die Bumblebee-Augen. Hallo? Ja, das wäre dann besser für die Vorentwicklung. Nee, die Vorentwicklung, ich mag die, Augen. Ich mag die, Vorentwicklung ist schon perfekt. Okay. Also. Cinderace. Oh Gott, das ist beleidigt und sie konnte es nicht hören. Was? Ich wurde beleidigt und hab's nicht gehört? Ich meine, naja, es ging um die Alerts hier. Ja, ja, aber ich musste ja eigentlich hören können, deshalb. Anscheinend ist es wieder kaputt. Hm, komisch. Oha, diese Musik, die ist aus Mystery Dungeon, aber woher kommt die? Die letzten paar Minuten ist das schon kaputt. Ey, was ist diese dumme Website, ey? Aber auch eine Idee, Pina, wenn du schon bei den Nidoran-Augen bleibst, hier für die Vorentwicklung, der Kord, dann hat Dotte ja dann die Nidoking-Augen verpassen vielleicht. Die Sache ist nur, die Nidoking hat fast die gleichen Augen. Das wären die Entwicklungen. Das wäre so Cinderace. Cinderace hat noch so ein Ding darüber. Also so ein, ja, okay. Hat noch so ein Stirnteil. Ich würde eventuell auf eine Augenbraue gehen. Aber ansonsten brauche ich die auch nicht. Also es hat so ein Kronenteil hier quasi. Das würde ich jetzt nicht kopieren. Nee. Nicht so eine Krone. Es reicht. Okay. Dann ist die Frage, kriegen wir irgendwie was Frisurenartiges hin? Add some hair. Sonic. Und fertig ist das Sonic aus C. Oh no. Wenn höchstens eine Frisur, dann Irokese. Oh, hair. Also die Irokesen. Shit, krieg ich das hin? Ich meinte eher so Irokese bestehend aus. Was, ich dachte, du meinst so Bürsten. Du meintest diese Punkspitzen, oder? Die Palmspitzen, so meine ich, ja. Du meinst den Larry. Ja, so in etwa, ja. Ja, aber dann kommt ja, also im Endeffekt fehlen die Hasenohren noch. Deshalb meine ich, ob wir hier vorne noch irgendwas adden. Weil es sieht so ein bisschen blank aus. Es ist einfach so. Verstehe wie, schon. Wie soll ich das ausdrücken? Es ist einfach so. Glatze! Verstehe schon. Meine Augen! Ist gut! Ich habe mir auch sonst nur auch nochmal Blattohren gedacht, wie bei einer Vorentwicklung, sonst nix. So, wir bekommen bald Besuch, okay. Das stört mich ja nicht. Nein, Schnurrhaare könnte es vielleicht auch vertragen. Und da denke ich so an krumme Schnurrhaare jetzt. Die Wurzeln, denke ich mir mal. Hallo, dir hängt da was aus der Nase raus. Also, wie meinst du das jetzt? Schnurrhaare gehen ja so.
Aber du meintest, sie sollen aussehen wie Wurzeln, deshalb gehe ich davon aus, dass sie ein bisschen mehr. Ja, so. Ja. Mhm. Genau. Ah, okay. Ah, das ist. Ah, okay, das passt. Ist dein Stream, Peter? Fun! Jetzt aktuell ist er wieder ein bisschen mehr Fun als vorher. Also, ich würde jetzt sagen, wir nehmen doch die Augenbrauen dazu. Einfach, dann kann ich hier noch was hinzeichnen. Auch wenn man das nicht sieht durch die Augen. Also, dann sieht es hier nicht so blank aus und dann können wir hier oben die Blätter dran machen. Ja. Ist das jetzt X und Y? Ne, ist das jetzt Schwert- und Schildmusik? Oder ist das die Musik von Scarvio? Soll er Knickohr haben oder nicht? Ich würde ja nicht sagen. Okay, das wäre auch bei der Pose denke ich mir auch. Das soll dann alles gereicht, denke ich. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, jetzt werde ich hier noch ein bisschen größer ziehen. Ich könnte vielleicht auch noch diese diese paar Linien vertragen, weißt du? Jawohl. Das ist auch bei der Voranlegung auch zu sehen ist. Was ist zu sehen? Hier, genau. Das ist ja beim Gesicht halt nicht so einfach. Das sieht schon gut aus. Klick, klack. Mach groß, hab lieb. Willkommen in der Kika-Lounge. So, hier ein bisschen Platz. Den anderen Zwerg. Hier. Dann haben wir die zumindest in Größe zueinander. Genau. Okay, dann würde ich sagen, Zeit für Namen. Genau, nochmal die englischen oder? Ja, meinetwegen. Ja, also der Kleine ist, wie gesagt, hier. Cabit. Also C-A-B-B-I-T. Cabit. Und der Große, Carrot. H-A-R-R-O-T. H-A-R-R-O-T. H. Nicht Harrod. Wie Hair. Hase, Hair. Ach so. So. Harrod und Cabit. Den Kleinen nicht so für den Großen. Ist okay. Ich finde den Kleinen halt goldig. Ja. Klar, dem fehlt sein Arm. Man könnte jetzt natürlich eine Sache noch hinzufügen. Das ist jetzt ein bisschen gewagt, aber. Quasi, dass man halt sieht, okay, da werden mal Arme entstehen. Könnte man machen, ja. Okay, jetzt passt es für Tashi, das freut mich. Die Frage ist, passt es für dich? Ich kann noch mal ein bisschen. Oh, Schwarz- und Weiß-Musik. Ich glaube, es ist gut so, ja. Okay, dann Farben. So, wir könnten genau, standardmäßig orange bleiben, aber das wäre langweilig, deshalb. Wo soll orange hin? Orange und grün, die Blätter wahrscheinlich eh in grün. Was für ein grün nehmen wir da? Nehmen wir so ein saftiges grün, nehmen wir eher so ein giftigeres grün, ein ganz helles grün oder ich eher glaube, was? Saftige grün ist, glaube ich, schon. Welches der vier? Eins, zwei, drei oder vier? Ich würde ja auf das dritte gehen. Das dritte, okay, das gefällt mir auch. Dieses Grün. Sehr gut. Mir hat irgendwas gefehlt und das war's. Das ist schön. Ja, fiel mir dann auch auf. Der hat halt nur zwei Beine. Das ist zwar niedlich, er sah halt aus wie so ein Küken ohne Arme.
Verstehe. So. Ist Kerbo eigentlich noch da? Ich frage, weil ich überlege, was wir gleich in der letzten Stunde machen. Odeon, hättest du eventuell Lust auf Mario vs. Luigi Online? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Okay, dann streichen wir das von der Liste. Okay, Körbe ist noch da, weil eventuell gucken wir in den BOTW-Spielstand rein. Okay. Bisschen Bock hätte ich. Einfach zu gucken, was da ist, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe. Ein bisschen unverbindliches BOTW für eine Stunde. Um sich auf Theoretik... Nein, warte, Quatsch, ich bin so dumm. Ich habe was ganz anderes geplant. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Vergesst, was ich gesagt habe. Bam, und ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ich bin's dumm. Okay. Alles gut, tut mir leid. Aber Freitag Dreamstream. Kommt vorbei oder schaut die Aufzeichnung. Ich hatte vergessen, die Augenbrauen auch in grün. Ja, würde ich auch sagen. Okay. So, damit hast du hier die gleiche Farbe. Ach ja, warte, hier, der Schwanz soll ja für Harrod ja auch, der hat ja auch diesen, Der ist auch ein Blatt, genau. Der ist auch ein Blatt? Und ich glaube, an den Füßen war auch noch... An den Füßen hinten war was, ja. 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 Ich wollte schon fast schreiben, ja, es fiel mir dann auch auf, ich hatte nur vergessen. Dann ist ja gut, dass wir quasi... Es läuft gut. Mhm. So, die Blätter sind ja auch hier noch. Hier, ja. Shit, was ist das für ein Lied? Ist das nicht auch Mystery Dungeon? Eventuell der DS-Teil. Der zweite. Wenn man irgendwie... Man musste ab und zu irgendwie eine Nachtschicht schieben. Bei dem Retterteam. Ja genau, Knuddeluft geht. Und da musste man noch so Fußabdrücke scannen. Ich weiß, die Leute lieben den zweiten Teil, aber ich mag den nicht. Der ist nervig. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech bei dem einen Level. Gott, ich will Super Mystery Dungeon spielen. Ich will das jetzt seit 3 Jahren oder so spielen. Und es passiert einfach nicht. Es ist nicht nervig, die 3DS-Teile sind nervig, aber ich hasse und hasse die immer noch, okay. Was hast du eigentlich spezifisch an den 3DS-Teilen? Ich mag an denen nicht, dass es keine A-Attacke gibt. Alles, okay, das ist, ist eine harte Meinung. Es ist in der Tat eine Meinung. Aber hey, ich kann auch nicht genau sagen, was mich aktuell noch an Pokémon stört. Aktuell, es ging auch wieder. Irgendwie, seit ich dieses Quallendings gefangen habe, oder dieses Straußen-Pokémon da, dachte ich mir, hey, das ist cool. Ich habe wieder was gefühlt. Ich habe auch so einen komischen Hund gefunden. Der, nicht Hefe, sondern irgend so einen wilderen Hund, sage ich jetzt mal. Sah ein bisschen aus wie ein Feuer-Pokémon, braun. Dieser Hund, der so eine schiefe Grimasse macht? Der macht die Zunge raus. Oh Leute, wisst ihr, was cool wäre? Welche Augenfarbe sollen die eigentlich haben, die Hasen? Habe ich ein bisschen überlegt und ich würde auch sagen... Aber Moment, Tashi, das Switch Remake ist ein blöder 3DS-Teil. Weil es die gleiche Engine benutzt. Aha! An Augen habe ich mir überlegt, jetzt gelb oder rot oder vielleicht braun? Braun nicht schlecht. Ja, braun wäre eine Idee hier, einfach Möglichkeitsreflexion hier für ihr Erdreichleben, so, ja. Zum Übrigen nutzt Unity, oder? Das weiß ich nicht, aber es hat halt auch diese A-Attacken. Wisst ihr, was ich lustig finde? Wir sehen gerade die Shiny-Form der Pokémon.
Denn natürlich genau. Sehen die Shiny-Form dieser Pokémon aus wie fucking genau. Rettiche. Das ist super. Und natürlich, und na gut, man muss dazu sagen, dass die Gräser natürlich eine leicht andere Farbe haben. Vielleicht sind die Rettiche dann mit einem giftgrünen Blatt oder so. Okay, welche Farbe haben die Zähne? Leichtes. Die Zähne. Eigentlich auch weiß, aber. Blasses Gelb, ja. Würde ich mal sagen. Blasses Gelb. Blasses Gelb, okay. Ich bin nochmal rein hier. Die Unity, Nase, okay. Was hat das damit zu tun? Das ist trotzdem der erste Teil. Ja, ich mag den ersten Teil auch. Keine Ahnung. Ja. Ist anscheinend ein Roguelike. Mystery Dungeons sind Roguelike. Viele Mystery Dungeon Teile lassen einen auch irgendwie wieder von vorne beginnen. Wenn man stirbt. Dieses Tohu Mystery Dungeon, was ich habe, also Games of Wanderer. Apropos, wo bleibt der Tohu-Stream? Jedes Mal, wenn man stirbt, verliert man irgendwie alle Waffen. Nee, warte, man kommt zurück aufs erste Stockwerk, aber kann, glaube ich, die Waffen behalten. Es gibt Games of Wanderer DX, was ist der Unterschied? Macht das Spiel Spaß. Also, ich gehe davon aus, dass jetzt die Karottenfarbe ins Spiel kommt. Die gute alte, knallig orangene Farbe. Die Sache ist, Moment, bevor du jetzt weitermalst, wird Cabot. Also ja, Harold wird definitiv die knallige, mehr rötliche, das rötliche Orange haben. Dieses oder noch ein bisschen mehr Rot? Ich würde sagen, das ist gut. Okay, finde ich nämlich auch. Das ist ein sehr knalliges Orange. Mhm. Währenddessen würde Cabot ein wenig mehr gelblich sein. So okay. Quasi ein bisschen golden. Orange. Würde ich das beschreiben? Ja. Beschreib mich. Wait, what? Okay. Beschreib so viel du willst. Mystery Dungeon Musik! La 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 la. Dam 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 dam. Bitte was? Ich finde. Es sieht gut aus. Danke. Freut mich. Weißt du, woran mich jetzt das Orange mit den Streifen erinnert? An den Tigger. Genau. Ich bin der Fruchttigger. Hey, ich hab Tigger. Weißt du noch, als ich Kingdom Hearts gespielt habe, Tigger war so ein... Tigger war anstrengend. Ja, so ist Tigger halt. Der hatte so ein Minispiel mit einer Urne, das war schrecklich. Ich hab das nicht hinbekommen. Ich bin sehr wütend geworden. Zum Glück hat Kingdom Hearts 2 keine blöden Minispiele. Wink, wink. Ich habe 100 Punkte verschwendet, um eine Nachricht hervorzuheben. Deine 100 Punkte waren weise investiert. Der Rest der Welt wird nun deine Nachricht durch meinen Mund hören. Wenn Leute actually diese Videos gucken. Schau dir diesen Hasenfuß an. Niemand nennt mich eine feige Sau. Nur vielleicht noch kurz zu sagen, was mich dazu verleitet hat, mir diesen Karottenhasen auszudenken, ist, okay. Ist es einfach noch ein Aspekt hier zu darstellen, was einen Hasen ausmacht. Für Lopunny war es halt die feminine Ausstrahlung. Ich oder dachte Playboy. Die Verbindung, ja, Playboy, sowas. Einfach diese leichte Verbindung zu weiblicher Charme. Bundlesby und Diggersby ist einfach die Fähigkeit für Hasen
Graben einfach und die Sinrace Line, der Feuerstarter, sind einfach die Geschwindigkeit, die hohe Renngeschwindigkeit und auch Trittstärke, was den Hasen ausmacht. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich bin beeindruckt. Nein, warte. Was ich sagen wollte war, ich dachte es gab doch noch mehr bei Lopunny. Gott, wie heißt das Ding auf Deutsch? Schlappohr, ja. Auf jeden Fall, war sie nicht auch der Hase Mond? War sie nicht auch Sailor Moon? Irgendwas war da. Loxin und Noggin ist ein guter Kanal. Oh, aha. Okay. Ja, an dieser... Gut, wenn man an Hasen denkt, kann das auch einfallen hier. Okay, welche Farbe soll die Nasenspitze haben? Eine Nasenspitze, da denke ich, jetzt ehrlich gesagt, wie beim Auge jetzt auch. Braun. Also braun, okay. Tatsächlich, ja. Hab vor Ostern bekommen. Okay. Gönn dir. Ja. Und ich habe auch gesehen, auf YouTube gab es mal so eine Cinderace-Variante, die mehr auf hier Stage-Zauberer angeht. Okay. Spielt, also es war ein richtiger Psycho Pokémon, das ihn... Können wir mal darüber reden, wie toll Braxen ist? AKA Rotena. Ja. Ein Freund von uns hat ein Bild gemalt von Rotena als Palutena. Es ist super, es ist Parutena. Also das Lustige ist, englischsprachige Leute raffen diesen Joke nicht. Ah gut, du willst jetzt was Goldiges? Goldiger! Ja, einfach ja. Ein Golddigger. Heller? Oder geht das so? Ich... Bitte vielleicht doch ein wenig mehr orangiger sein, vielleicht. Ein wenig. Ja, so. Ja. Sicher nicht noch mehr? Das ist wieder Mystery Dungeon Musik, aber das ist nicht der erste Teil. Nee, das ist gut, das ist gut. Hier, Cookie, Boxy hat eine Frage an uns beide. Ja, stimmt. Welche Frage? Hau raus. Könnt ihr ein Fuchs-Pokémon machen? Was anderes als es schon gibt. Ein bisschen mehr spezifisch. Ja, heute auch nicht mehr. Aber. Ja. Sollte mich ein bisschen überlegen. Sputen. Ein bisschen sputen sollte ich mich, weil wir sind direkt an der. Wir sind an der 8 Uhr, also magischen 8 Uhr Grenze. Ich meine, die paar Minuten werden mich nicht umbringen. Aber es ist ja nicht mehr viel. Es gibt ja schon recht viele Fuchs-Pokémon schon. Es kann nicht genug Fuchs-Pokémon geben. Ja, aha. Sicher. Und psst, da haben wir sie. Cabot und Harrod. Und ich merke jetzt erst, dass noch eine Kleinigkeit fehlt, aber die ist ganz schnell gefixt. Richtig. Und perfekt. Nehmen wir. Ah, er möchte noch was zum Abschluss sagen. Taschentuch fragt, wann gibt's 24 Stunden Pokémon-Zeichnen? Uff. Cabot und Harrod. Warte, Foxy sagt noch, ich schicke es euch mal, wie... Foxy, du musst dich mal... Hey. Das ist halt so, wenn du immer Sachen schicken musst, frage ich mich immer, wie schwer ist es, die Frage zu formulieren? Aber ja, bis zum nächsten Mal bei Fakemon zeichnen. Ich speichere hier noch eben schnell das Bild für Odin ab. Ja, nächstes Mal gibt es was Härteres, würde ich mal sagen. Oh no. Aber ich würde jetzt auch euch mal einladen, falls ihr eine Idee für ein Pokémon habt. Wäre das in Ordnung für dich, Pina? Dass ihr auch, dass du auch andere Vorschläge annimmst von. Also irgendwann möchte ich auch wieder den Slot haben. Aber aktuell geht's noch.
Deshalb. Okay. Wenn mir die Idee gefällt, mache ich's. Aber ich mache nicht alles. Also nicht, wenn ihr was braucht. Es gibt keine Garantie, dass es drankommt. Aber wenn es eine gute Idee ist. Eine fliegende Einkaufsliste. Meinst du etwa sowas? Und es ist Geistertyp. Ein Stuhl von Körbo. Okay, das geht zu weit. Wow. Ja, also bis dann. Vielen Dank, Pina. Und auch danke euch fürs Zuschauen. Tschüssi.